Hallo und willkommen bei Shakes and Fidget. Wir müssen uns jetzt hier so ein bisschen beeilen, weil unser Gildenportal ist bei 0% und hat nur noch 11 Millionen. Das heißt, wir drehen noch schnell am Glücksrad und kriegen Stein. Sehr schön. Genau das, was wir brauchen. So, noch einmal großen Stein, dann haben wir unseren Soll für heute erfüllt. Handschuhe und Rucksack voll. Toll. So. Komm. Und wieder Rucksack voll. Ich glaube, ich hätte erstmal sockeln sollen. So, ich hoffe, jetzt macht keiner den Kampf, das gewonnen ist. Ah, okay, jetzt brauchen wir noch einmal Stein, egal ob groß oder klein. Genau, da haben wir unseren Durchschnitt erfüllt. Und auch Items kommen einfach viel zu viele heute. So, wie oft haben wir noch? Noch einmal und nochmal Gold. Ein Skillpunkt. So, und da das Gildenportal sowieso liegen wird, versuchen wir es mal einfach und hoffen unser Bestes, dass das Ding jetzt liegt. So, 11 Millionen. Oh nein, scheiße. Nicht kritten, nicht kritten. Och. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Mist. Scheiße. Fast hätten wir es geschafft. 3,6 Mille. Mist. Da will man mal den letzten Schlag machen. Und dann klappt's nicht. Ach, schade, schade. Aber ich glaube, das hätte auch nichts gemacht, den Sockel erstmal noch reinzuholen. Also erstmal hier Edelsteinsuche mit Mine 12 bringt richtig geile Edelsteine. Können mal gucken hier. Ausdauer fast 500. Da könnten wir eigentlich den einen oder anderen Ausdauerstein wechseln. Also hier würden wir 4 Punkte plus machen. Ja. Ich glaube, das wäre auch am Silten. Vollste hätte ich 4 Ausdauer mehr. Weil sonst was Schlechteres haben wir ja nicht. Das wären ja dann schon die schwarzen Edelsteine und die tausche ich nicht aus, weil ich habe mir halt so überlegt, die Werte, wenn man die mal, also jetzt nicht nur Hauptattribut plus Ausdauer addiert, dann kommt man ja normalerweise immer auf die normalen Steine, aber dann multipliziere ich das Ganze noch mit plus 10%. Und dann ist es etwa, denke ich mal, so stark wie die anderen Steine, weil das Glück zählt ja doch noch ein bisschen mit rein und die anderen Attribute bringen ja auch ein bisschen was. Aber ich glaube, wir tauschen den aus. Das gibt immerhin 4 Ausdauer mehr. So, und zack. Sogar 5. So, und den Stärkestein. Da bin ich am Überlegen, ob ich den mir aufhebe und morgen eins von den Items mit Sockel reinwerfe und es dann vielleicht der Krieger kriegt oder ob ich es ihm gleich gebe, aber. Ich glaube, das können wir auch gleich mal gucken. So, 547. Was ist das Schlechteste, was er hier hat? 76 bis jetzt. Hier ein 76er Ausdauerstein. Und ich glaube, wir haben einen Stärkegegner. Von daher bringt der Ausdauer weniger wie Stärke. Obwohl viele ja immer sagen, Krieger brauchen viel Ausdauer. Aber da der hier halt nicht blocken kann, tausche ich den Ausdauerstein mal gegen den aus und wir gucken mal. Na, ein bisschen mehr Schaden und verlieren halt ordentlich Leben, aber egal. Der hat hier trotzdem noch, glaube ich, ein gutes Verhältnis von Stärke zur Ausdauer. Und ist natürlich jetzt auch gleich um einiges besser geworden. Mal gucken, nee, stimmt. Handschuhe habe ich auch keine mit Sockel. Nicht, dass ich die irgendwie morgen oder so austauschen muss. Das ist dann schon mal gut. So, dann gucken wir mal hier ins Portal, wie es jetzt läuft. Ob unser Krieger, ob dem vielleicht die 4 Millionen Ausdauer, die hätten ihm auch nichts gebracht. Und ich glaube, das wird auch kein guter Try. Mal gucken, was wir da machen. 6 Millionen und dann sind wir weg. Da hat uns auch ein bisschen Ausdauer gefehlt. Dann hätten wir noch einen Schlag mehr machen können. Von daher sind eigentlich schwarze Edelsteine wirklich so das Nonplusultra. Ja, sonst bin ich hier noch dabei. Ich habe heute wirklich noch gar nicht mal so viel Alu gespielt, wie ihr seht. Ich habe noch nicht mal die ersten 100 runter. Aber wir gucken trotzdem schon mal ins Portal, weil wir können zwar heute noch ein bisschen skillen am Gold-Event, aber wir gucken mal einfach rein. Der neigt ja sowieso dazu, manchmal sich einfach wieder hochzuheilen. Besonders wenn er uns hier so 10 Millionen Crits reinsemmelt. Und, oh, knapp. Naja, da konnten wir doch nochmal ordentlich Schaden machen. 83, ja, es geht, es geht. Und morgen machen wir dann noch etwas mehr Schaden, wenn wir denn
wieder hier ordentlich geskillt haben. Also die 16.900 schaffen wir auf jeden Fall. Wir machen ja hier mit jeder Quest, kriegen wir ordentlich Gold auch hinzu. So, dann hätten wir das erstmal durch. In der Gilde haben wir eine neue Ritterhallenstufe geschafft und gleich gibt's ja. Ich Depp, warum mache ich denn das Solo-Portal, wenn das hier noch nicht down ist? Da kriege ich doch gleich noch 1% mehr Schaden. Naja. Egal, so, mal gucken, war das? Ah. Gleich liegt er. So, mal gucken, gibt es eine Flimmerkiste? Dann gucken wir uns die an und gehen mal auf den nächsten Server. Hier haben wir ein bisschen Gold, aber es ist noch nicht genug. Für die Festung brauchen wir 900, das heißt, wir müssen einen schönen. Nee, wir könnten einen Kampf gewinnen, das wäre aber auch mit Risiko behaftet. Verkaufen wir lieber schnell ein Item. Dann haben wir definitiv genug und ausbauen. Tada. Dann können wir auch wieder die Ressourcen abholen, dass unser Lager hier nicht überlaufen. Ja, ich könnte Arbeiterquartier ausbauen, aber nee. Ich denke mal, jetzt in einem Tag werden hier unsere Lager nicht so schnell voll werden und das passt schon. So, und jetzt können wir auch ganz in Ruhe einen Kampf in der Ehrenhalle machen. Gucken wir mal. Nee, das ist zu niedrig. Da kriegen wir kein Gold mehr. Haben wir irgendwo einen 25er? Ah, der hat recht viel, aber wir gucken mal. Kundschafter sind ja eben eh ein bisschen doof, aber 2 Gold. Naja, immerhin. Besser wie nichts. So, denn hier in der Gilde sind einige jetzt schon etwas länger offline. Von daher, wenn ihr hier rein wollt, schreibt mir einfach ingame eine Bewerbung. Dann kann ich euch da sofort einladen und dann könnt ihr hier fleißig mitmachen. Ja, ansonsten Geld zum Ausstatten oder Gold für neue Items habe ich gerade eh nicht. Von daher hauen wir hier mal einfach wieder die Stadtwache rein, weil es gibt ja jetzt beim Gold-Event richtig viel. Da können wir dann schon sparen, dass wir dann vielleicht gleich im Anschluss die nächste Festung in Auftrag geben können. Gucken wir mal. So, dann sind wir hier auf unserem Stufe 1 Server. Und da können wir gleich noch ein paar Kämpfe führen. So, was kam hier eigentlich für Post rein? Nee, Tschechisch kann ich auch nicht. Ja, finde ich sehr toll. Dankeschön. Freue ich mich drüber. Ja, danke, danke. Gleich mal gucken. Die harten Knatten. Wie sieht es denn bei euch hier aus? Ja, Platz 400 scheint eine Nicht-Pilzer-Gilde zu sein. Aber schon, ja, eigentlich ganz okay. Haben sogar schon den ersten Raid geschafft. Glückwunsch von mir. Weiter so, bleibt am Ball. Oh. Hier haut einer ab. Ah, schade. Ach, hat vielleicht zu hoch gelevelt. Und ist Level 2 geworden. Oh, wir werden angegriffen. Mal gucken, wer greift uns denn hier an? Ah, ne, Stufe 30. Da sehen wir, glaube ich, keine Sonne auf dem Server hier. Und wir können einen Raid machen. Oh, da fehlt uns leider das Gold. Schade. Mich würde mal interessieren, ob das wirklich geht oder nur ein Anzeigefehler ist, weil wir sind ja auch nicht Stufe 50 und nix. Aber mal gucken. So, neue Items können wir uns auch nicht leisten. Einen Geschicktrank brauchen wir nicht. Dann verkaufen wir mal den Ring. Und machen unseren Freidreh und kriegen natürlich Steine. So, bringt alles nichts. Dann machen wir mal wieder Stadtwache rein. Für schöne 7,50 Gold, was ja fast ein Skillpunkt wäre. Ah, oh, hier fehlt uns jetzt noch ganz knapp was für ein Glück. Verkaufen wir mal das Item, dann können wir noch ein Glück skillen. So, denn war ich ja. Nee, nicht Welt 1, wo haben wir? Ja. Welt 8 wollte ich ja eigentlich hin, weil die ist ja gestern gestartet. Und da hatte ich ja erzählt, dass es oh, viele Gildeneinladungen. Welche nehmen wir denn an? Aber es wäre eigentlich auch doof. Oh, Duratin in Love. Mann, Mann, schöne Gildennamen. Ich gehe mal hier rein. Nee, wo war's? Hier. Für den tollen Gildennamen, da kann ich einfach nicht Nein sagen.
Aber ich muss dazu sagen, ich werde auf dem Server nicht aktiv spielen. Das war gestern auch ein April-Scherz, dass es hier schon die Pets gibt. Die gibt es noch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber wir können ja trotzdem mal schauen, wie es hier. Ne? Keine Gilde. Bin ich nicht gerade eine Gilde beigetreten? Dann habe ich da jetzt das Falsche gedrückt. Beitreten. Gilde konnte nicht gefunden werden. Oh nein, du hast deine Gilde schon gelöscht. Traurig, traurig. Ja, dann gucken wir mal hier. Dann gehen wir da rein. El Polaco. Ja, auch geil, ja. So, aber wie gesagt, ihr könnt mich jederzeit kicken. Ich werde hier absolut nicht aktiv spielen. Und ich wollte jetzt einfach nur noch mal gucken, wie es hier oben auf Platz 1 zurzeit aussieht. Ob da gestern schon wieder ordentlich welche Happy Hour gespielt haben. Aber es ist noch keiner 25. Von daher wird es hier in den Festungen auch noch nichts geben. Können wir nochmal gucken? Nein. Ja, Gilden braucht man sich eh noch nicht angucken auf dem Level, aber mal gucken. Sind hier ein paar Leute dabei, die man jetzt kennt? Ja, hier die Polen wieder auf jedem Server aktiv, so wie es mir scheint. Aber auch meistens nur am Anfang ganz vorne. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier erstmal keinen weiter, der mir jetzt was sagt auf die Schnelle. Wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß auf Welt 8. Da wird es eigentlich mal auf die Pets gehen. Ah ja, das muss einfach gehen. Der nächste, der angreift, der müsste den hier umpusten. Und wir haben jetzt noch genug. Also gestern Abend war es auch echt so scheiße knapp. Der hatte auch nur noch, was waren es gewesen? Ich glaube 7 Millionen oder so. Das war echt nicht mehr viel. Aber vier Leute haben nicht angegriffen. Wie man sieht hier, zwei Leute. Oder drei waren sogar davon jetzt länger offline gewesen und bei den anderen, ja, die waren eigentlich online an dem Tag, haben es aber vielleicht verplant anzugreifen. Kann ja auch mal passieren. Heute liegt er auf jeden Fall, auch wenn ich es nicht geschafft habe. Irgendwer anders wird das schon packen. Ja, oh, wir haben sogar viel zu viel gedreht, sehe ich gerade. Unser Holzlager ist überlaufen, hätte ich eigentlich erst eher viel später drehen müssen. Das war taktisch sehr unklug und jetzt hier schon mittags um 12. Das hätte man eigentlich eher abends machen sollen. Naja, wenn man so doof ist wie ich, dann passiert das mal. Ja, ansonsten, Edelsteinsuche ist wirklich super, super gut. Gibt echt viele Dinge, die man da immer findet. Und richtig gute Klopper. Werde ich jetzt noch so weitermachen. Und wir haben jetzt, uns fehlen auch nur noch 700.000 Steine. Dann können wir die Festung bauen. Und ich bin echt geneigt, wenn ich die 700 Steine habe, das Ding hier einfach fertig zu pilzen. Also. Wird ja keine 480 Pilze kosten, weil ich brauche ja noch mindestens, naja, 2 Tage, denke ich mal. Dann können wir uns endlich die Festung, weil es gibt echt schon welche. Ich muss mir jetzt immer wieder im Gildenchat hier total runter machen lassen. Mal gucken, ob es noch zu sehen ist. Hier, ja, hier, oh, hast du noch nicht Festung 16? Kann ich auch entspannt weitermachen. Und so, ey, das machen die nur, um mich zu ärgern, da bin ich mir ganz sicher. So, hier haben wir schon alle Kämpfe gemacht. Dann greifen wir mal unsere Standardfarm an und gewinnen wieder etwas Gold. Gestern, ja, da war ich ja auch so völlig noobig, weil ich hatte ja hier den Osterkorb gewechselt gehabt und vergessen zu verzaubern. Und ich wundere mich, och Mann, die haben alle so wenig Gold. Ich kriege nur noch 80.000 statt 100.000. Mann, was ist denn los? Ja, natürlich. Ohne die Verzauberung kriegt man weniger Gold, ist klar. Naja, jetzt weiß ich es wieder und werden es hoffentlich jetzt erstmal nicht so bald vergessen. Aber wir haben jetzt erstmal die ganzen Items drin. Und jetzt sollte ich ja eigentlich erstmal nichts mehr auswechseln, weil das ist ein 5er-Epic, lohnt sich nicht wirklich. Die anderen hatte ich ja hier abgelegt. Von daher geht es jetzt erstmal ganz gemütlich weiter. Wir werden hier jetzt erstmal noch jeden Tag ein paar Epics schön ins Klo werfen. Wir sind jetzt hier schon bei 200 Füllstand. Also mit Epics geht es echt ganz schnell. Mal gucken, wie lange wir das noch durchhalten können. Ah, wir hatten ja auch wirklich Glück mit den Epics, was wir da gefunden haben. Ja, zu den Pets habe ich jetzt noch keine neuen Infos gefunden. Ist auch Wochenende. Ich gehe ganz stark davon aus, nächste Woche gibt es wieder so ein paar Infos, die gestreut werden. Und dann erfahrt ihr es hier natürlich auch. Ja, ansonsten euch einen wunderschönen Samstag. Macht ordentlich Gold und genießt das schöne Wetter. Geht auch mal raus. In Thüringen soll ja Schnee liegen, von daher macht was draus. Bis dann.